So, Steinmetz. Da ist sie mal wieder auf Abwägen. So, ich warte, bis sie alt genug ist, bevor ich ihn dann zur Arbeit schicke. Er kann eh noch nicht arbeiten, solange die Schmiede, die Goldmine nicht fertig ist. Und ja, da er hier wohnt, sollte ich ihn eigentlich hier und hier arbeiten lassen. Steinmetz in der Schule gelernt, sehr gut. Sie ist 13, bald wird sie 14 und danach ist sie alt genug, um erwachsen zu sein. Gut. Weizen haben wir jetzt mehr als genug erstmal. Mir fällt übrigens gerade auf, dass wir noch so ein kleines Problemchen haben. Also ja, schön, dass du Obstbauer gelernt hast. Nämlich das Bierbrauen. Ja, du bist mein neuer Steinmetz, der Gold abbauen soll nachher dann. Das heißt eigentlich, der Bierbrauer müsste als nächstes gemanagt werden. Ah. Platz wird schön eng. Ich könnte ihm sogar einen eigenen Brunnen spendieren, wenn ich wollte, da oben. Also ja, wenn ich da hier noch eine Schäferhütte hinbauen möchte. Ja, planen wir die auch gleich schon mal. Schäferhütte und ja, kriegt einen eigenen Brunnen. Wir brauchen ja nämlich zum Glück keine. Ihr wisst schon. Keine Arbeitskräfte. So, du heiratest. Du ziehst hier ein und du arbeitest hier. Sie hat ein Stück, um Geschirr zu holen, wenn sie Geschirr holen wird. Nicht Lederschneider, sondern Jäger.
Und ja, der Obstbauer bringt gut Nahrung rein. Das Fischerzelt, hehe. So, du suchst Gold. Du machst hier den Bauplatz frei für die Goldschmiede. Du möchtest Essen zubereiten, also Nahrung hast du auf jeden Fall sehr viel dafür. Ja, er sucht Gold, sehr gut. So sehr wie alles golden wird. Und dann, sobald er was wegnimmt, verwandelt sich es wieder zurück und wird kleiner. Ja gut, dass es kleiner werden muss, ist klar. So, dann bereiten wir uns schon mal auf die Bierbrauer vor. Ja, Töpferei. Olga hat eine leckere Mahlzeit gekocht, das ist gut. Holt sie jetzt Geschirr. Wäre auch nicht schlecht. Ich muss dann wirklich hier den Bereich nutzen für den Speermacher und den Bogenbauer. Ah, bis jetzt bin ich froh, dass ich nicht angegriffen wurde. Zwei Familienhaus ist schon mal fertig. Du bist müde, das ist okay. Die Kinder kommen. Und ja, du holst Geschirr. Gut. Du hast den Goldsucher fertig. Und da passt natürlich keine Goldschmiede hin. Da passt eine hin. Gut, dann müssen wir halt damit arbeiten. Geben wir auch gleich mal eine Kaserne in Auftrag. Und ein Zweifamilienhaus. So, nur in Auftrag. Wir sind eh erstmal da oben beschäftigt, die beiden. Hoffe ich doch mal. Nein. Du sollst da oben bauen.
Stollern baut einen Brunnen und sucht Holz. Ja, gut. Holz findest du da. Oh, du baust Unterhaltung. Und ihr habt die in Bauernhof schon so voll, dass ihr dem Müller das Weizen liefert. Auch gut. Können wir vielleicht jetzt eine Goldschmiede näher hier bauen? Nein. Dann bleibt sie da oben. So ist sie nicht so weit weg von Holzfäller und Goldbiene und nah genug am Vorratszelt dran. Und ja, ich muss dann irgendwann mal die Pilze hier unten wegsammeln lassen. Das heißt, einen Pilzsammler brauche ich auch demnächst. Braucht der Goldschmied eigentlich Religion? Ne, der Goldsucher braucht keine. Die Goldschmiede aber. Du gehst mir nicht hier raus. Deswegen schicke ich dich gleich schon mal darunter. So, zum Glück produzieren wir jetzt hier Nahrung. Das macht den Außenbereich hier ein bisschen autarker. Ja, der schwätzt mit der Wand. Er ist hungrig, also sollte er was essen gehen. Brauerei und Brunnen werden gebaut. Schäferhütte auch. Läuft doch alles ganz gut. Die drei Kinder für die Bierproduktion sind auch schon fertig. Sind auch schon da. Ah, was wir immer so alles einlagern. Nein, sicherlich nicht das Hauptlager abreißen. Und die Indianer kommen und klauen mir Gold. Naja, zum Glück gibt es hier genug Gold, um damit wir es drüber schlagen können. Ah ja, ich würde mal sagen, ich speichere hier mal. Chichen Itza. Und da gibt es erstmal einen Cut. Da sehen wir uns gleich wieder. Also, bis gleich.